Hallo YouTube, ich bin's euer lieber Odo. Wir sind zurück bei unserem bei unserer Pathfinder Kingmaker Quests. Wir sind dabei, König von den Stolen Lands zu werden. Und um den Staglord loszuwerden, müssen wir zunächst einmal einige Aufträge erfüllen. Jetzt sind wir gerade beim Temple of the Elk. Und schauen mal, was wir hier tun können. Okay, wir haben hier Frösche. Ich kann mich erinnern, da waren die Kämpfe auch ziemlich schwer. You cannot stand against me. Quark. Na dann. Angriff. Du greifst auch den an. Du suchst dir diesen Frosch als Gegner aus. Du greifst diesen Frosch an. Despicable. How curious. Stop. Mufasa. Na, warte mal. Haben wir dieses Mal das Dings geschafft eigentlich? Yay, oder? Haben wir schon, oder? Armor Class 23. 23? Ach so, nein. 23 ist die Valerie. Haben wir uns Study Target? Das ist der Wolf, aber den Wolf wollen wir echt nicht. Das war schon vorher, oder? Ja. Okay, wir haben offensichtlich keine Informationen über diesen Frosch. Was tust du? Könnten wir diese Frösche bitte einfach töten? Was? Die lassen nicht einmal Loot zurück? Das gefällt mir nicht. Na gut, wir haben hier einen Tümpel. The muddy water gives off a strange nauseating smell and emits the tattered was? Fog. Achso. Ich habe gelesen Frog zuerst. An ancient statue of Aristil seems to resist the ravages of time. Muss man da weiterlesen. The effects of years, rain and wind have destroyed the temple walls, but they could not subdue the statue. Tja. Aristil. Na gut. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes hier? Ich weiß, da drüben finden wir einen Kumpanen, den wir mitnehmen können. Aber der hat da einige Probleme mit seinem Ding. Wir sollten zuerst einmal abspeichern. Weil ich weiß, dieser Kampf ist ein bisschen brutal. Scared? You should be. Stunning Blow. So, du machst das. Und dann machst du einen Charge auf dieses Viech. Du machst mal das. Du machst. Ich glaube, das macht Piercing. Ja, das ist. Und du machst auch einen Charge auf das Viech. Mach vielleicht auch einen Charge rüber, wieso nicht? Na dann greif halt einfach nur an. Ach Gott.
Wenn du nicht chargen kannst, dann greif halt einfach an. Was? Ist er jetzt schon tot? Ach Gott. Könnten wir das Viech killen einfach? Wow. Der macht aber einen Rumsschaden, das gibt's ja wohl nicht. Du Irre. Ah, weil er Damage Reduction hat, wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil das alles reduced ist. Ah, deals 12 Damage to Amiri. Na super, bist du irre. Warte mal. Ah, Damage Reduction 5. Haben wir irgendwas geschafft, damit wir was wissen über dieses Viech? Das ist nicht das. Bla 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 bla. Zu viel Information auf zu wenig Raum. Ich will wissen, ob wir was über das Ding wissen. Puh, 15 Damage ist aber nicht schlecht. 20 Schaden. Dieser Dings, der. Jetzt müsste es schon sein langsam. Uses Ability Charge. Fortitude Saving Throw failed. Logic failed, na klar. Das heißt, wir wissen nichts darüber. Amiri, was hältst du davon, wenn du was trinkst? Was ist das? Shield of Faith, das könntest du auch trinken. I'll survive. Is all this blood mine? Never thought I had that much. Ich finde das nicht richtig. Ich auch tot? Hm, gut. Gut gemacht. Wow, das Viech hat drauf. Okay. Load last save. Das dazu. Dieses Viech war ziemlich brutal. Okay, du. So little time. Also machen wir das Potion of Vanish. Du machst auch das Potion of Vanish. Du machst das. Share your will. Was ist das? Scroll of Divine Favor. Na gut. The undead is such a frivolous term. I prefer immortal, eternal, everlasting. I'll take the bait. Go, go. Don't hesitate. I'll carve my name into your flesh. Ah, stop, 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 stop. Wir carven gar nichts. Wir machen zuerst das. Na gut, dann mach's halt so. Dawnflower, grant me strength. Oh, Serenray, I see your light. Bist du ihre. Ah, Amiri. Is all this blood mine? Never thought I had that much. Ah, ich bin tot. Schämen. Du bist hauptsächlich da, um. Bist du deppert? Der macht so viel Schaden, das ist unfassbar. Wow. Amiri, hau noch ein paar Mal drauf. Feste Truff.
won't kill me. Meinst du? Survive. Hat schon gemacht. Bist du deppert? This body holds no more. Und wieder tot. Und wir loaden nochmal. Das ist ja fürchterlich. Ich weiß aber, wir können es besiegen. Ich habe schon mal besiegt, also so gesehen, so schlimm kann es nicht sein. Okay, first of all, geh mal daher, geht's mal daher. Second of all, was haben wir denn? Du kriegst mal das. You have my attention. Du machst das auf dich. I am du Lushin. Machst das auch. Here I am. Du machst See. Das. Machen wir mal so. So. Du gehst mal daher. Du greifst es einfach an. Ah, okay. Haben wir noch irgendwelche Potions, die wir verwenden können? Ich glaube nicht. Und da waren die Potions, gell? Nö. Restoration, Mage Armor, aber Mage Armor bringt nichts. Noch eine Potion of Vanish, aber was soll das bringen? Das hebt sich sofort wieder auf. Du kannst das sprechen. Und das war's, Shield of Faith kannst du auch reden, aber... Request. Mach mal auf dich. What you want? Tear them apart! So many thoughts, so little time. So, du. Let us strike as one. Du. State your desire. What for Goron? So, was machen wir? I see your light. Vielleicht sollten wir Protection, das ist plus 1 Armor Bonus. Was kann man noch geben? Resistance. Shielded by Flickering Hour, gain 2 points of energy. Nein. Was ist das? Resiliency Magic? Nee. Smiting. This Judgment buffs the Inquisitor's Weapon in Divine Light. Inquisitor's Weapon count as magic for the purpose of bypassing. Oh, vielleicht das. Oh, ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Vielleicht können wir mit Magic Weapons durch. Glaube ich zwar nicht, aber. Au. Did you like that? What? You didn't? Jeffel, Helmar, C. Puh, bist du irre. Hey, wir haben es gewonnen. Das ist aber jetzt einfach gewesen. Einfach ist vielleicht das falsche Wort, aber... I'm listening. Okay, passt. Du hast das Ding hier schon abgedreht. Hey, das Zeug. Nehmen wir mit. 5 years in the depths of the forest. The revelation of a disciple of the teacher Avalo by Surya the Wolf. Okay. Was ist das? Ein Quarterstaff. Kein Mensch verwendet Quarterstaffs. Scroll of Cold Lightning. Collect all. Tristan! I swear, never have I been so glad to meet a stranger. Even with the power granted me by Sarenrae, I almost lost. Was heißt, you almost lost? Please, du warst schon down. To introduce myself. My name is Tristan. Ja. A Sarenrae fanatic. Talk about people I'd be just as happy not seeing for the next 1000 years. Okay.
die zwei werden sich nicht verstehen. Er wird sich auch mit mir nicht verstehen, wenn ich Lawful Evil Sachen nehme. Der ist nämlich, glaube ich, chaotic good. Aber er ist ein absolut exzellenter Heiler. Also, war in meiner anderen Gruppe so ziemlich der einer der wichtigsten MP, also Charaktere, die man mitnehmen kann überhaupt. A local nymph directed me here. She thinks the enchanted fog in this temple has created a druid who serves the bandit leader here. I expect defeating the beast guards should cause the fog to clear. I have never spoken to nymphs, but I believe their assessment is accurate. The creatures occupying this temple are far from ordinary animals. Ja, vor allem sie verschwinden. Here is related to the fog. The beasts hold the fog as anchors hold a ship dancing in the waves. From what I can tell, once the beasts are defeated, the fog should begin to clear. Mm-hmm. You're wounded. Do you need aid? We should stick together in such a dangerous place. You could help me on my journey. I promise to think about your request after you deal with the beasts. Ah, ja. But please, allow me to catch my breath for now. I was investigating this fog. I believe you have already discerned that it is magical in nature. I serve Sarenrae, goddess of sunlight. Discovering an evil magic that isolated living creatures from the sun alarmed me in no small way. I was able to locate the place the fog originated from, but was too presumptuous and almost got into the beast's teeth. Was heißt almost? Soll ich das wirklich fragen? Ich meine, ich bin evil. Nein, bin ich nicht. Kindness to strangers is in short supply these days. But worry not. Sarenrae's priests are skilled in the healing arts. I can heal myself. Ja, heil lieber uns. I'll be back once I deal with the beast. I will farewell. Wait for you. Ja, this ja, klar. Fog. Klar, Fängling. So, gibt's hier noch irgendwas zum Plündern? Ich glaube, die anderen sind nur noch halb so schlimm wie dieses eine Viech. Mage Armor brauchen wir nicht. Aber Light Wounds ist gut. Ist gut, 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 gut. So, wir nehmen Miri. Okay, du kriegst. Was ist das? Remove Curse. Hat irgendjemand einen Curse von euch? Nein. 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 Passt. Keiner gecursed. Schauen wir mal, ob es da noch irgendwas zum Plündern gibt. Hallo? Ja. Ein Baumstumpf. Wir wollten schon immer einen Baumstumpf plündern. Nein, nichts mehr. Da ist eine Blindschleiche. What's in wait for me there, I wonder? Okay. So, es gibt noch da oben Viecher und da unten Viecher. Gehen wir zuerst nach unten. Glaube ich zumindest, dass es unten noch Viecher gibt. Puh, die schauen aber ziemlich brutal aus. Diese Ferocious Wolves. Könnte man nicht gegen diese Ratte kämpfen? Das sind sogar drei von denen. I'm listening. Okay, also du greifst den an. Do not falter. At first I said, no, I can't, too dangerous. Then I insisted, but I should, I need that to survive. Then I argued, then I agreed to do it. It's so hard to decide whether to have breakfast or not. I'll carve my name onto your flesh. So. Du greifst den an. Du greifst ihn an. Du greifst auch ihn an. Autsch. Okay, Mufasa, wenn du ihn nicht angreifen kannst, dann greif halt ihn an. Oh.
Au, hört sie auf mich zu beißen. Und mich zu trippen. Ach Gott. Nächstes kommen wir durch. So, du, greifst du bitte den an? Immerhin ist das dein Gegner. Das gibt's ja wohl nicht. Wozu hast du deine Spezialfähigkeit, wenn du sie dann nicht nutzt? So, passt. So, du heil dich doch mal bitte. Und nochmal. Und noch ein drittes Mal bitte. So, und dann machst du bitte das gleiche für sie auch. Und für mich auch. Passt. Irgendwann mal werden wir vielleicht sogar einen Heiler haben, dann brauchen wir das nicht mehr so machen. Hey, da geht's raus. Nix zum Holen hier. Ach, Fahrt. Langweilig. So, da gibt's auch noch irgendwelche Viecher. Aber ich fürchte, es ist nicht getan mit dem Killen der Tiere. Da ist noch so ein Wolf. Ah nein, ein Boar. Ah, ja, okay. Shall we move? Du? We shall move. Mach das doch mal. To victory. Na dann, Angriff. Was? Nur ein einziges Viech? Das ist ja fast schon langweilig. Andererseits treffen sollten wir es. Andererseits trifft es wenigstens uns auch nicht. Du könntest aber in die Rage gehen, in Wirklichkeit. Echt jetzt? Meine Liebe, dann trink was. Endlich. Okay, passt. Ich glaube, wir haben alle besiegt. Wir sind so gut. Wir sind richtige Helden. Ah, hey. Ein Nymphentoken. Vielleicht sollten wir die dorthin legen. In das Ding. In den... Ja, schaut aber nicht so aus. Ach doch, schau, jetzt schaut das irgendwie besser aus. The water is crystal clear and seems to radiate a gentle soothing shine. Na bitte, wir sind so gut. Wir sind richtige Helden. So, du arbeitest jetzt für uns, als unser Sklave. Geschafft. The beasts are defeated, what now? Praise be Serenray. Now, if my knowledge serves, the fog should weaken and eventually clear entirely. We need only wait. Perhaps somewhere more hospitable? Lawful even, you owe me, priest. Expect you to pay this debt by serving me. This is a fair requirement, I suppose. Let us be off. We will accomplish much good together. I'm sure. Schauen wir mal, ob es gut ist. Yay! Wir haben einen Priester. Endlich. Endlich haben wir einen Magiebegabten ebenfalls da, der verschiedenes Zeug machen kann. Scroll of Bless.
So, du gibst das bitte wieder daher. Dann kriegst du das einmal in die Hand. Außerdem kannst du all das nicht verwenden. Das kannst du verwenden, na, immerhin. Und für dich ist die Mage Armor auch nicht blöd, weil du hast, glaube ich, keine Rüstung. Nein, du hast keine Rüstung. Du hast nur einen dummen Skimitar, das gibt es ja wohl nicht. Du kannst keine von diesen Rüstungen tragen. Oh, du kannst aber einen Quarterstaff tragen. Das machen wir doch glatt. Schaut gleich gut aus. Quarterstaffs sind die gut. Sind coole Waffen, an und für sich. Okay, okay. Beinahe gut. So, was ist das eigentlich? Haben wir da irgendwas Magisches auch dabei? Nö. Bone Necklace, Gold Ring. Hm. Nichts, was man brauchen könnte. Hm. Na gut. Time becomes distance. Was? Hat auch irgendwas, was wir finden können? Nö? Nein? Nicht? Na gut. Ha! Jethel. Gute Frau. Mögen wir. Unsere Fast-Heilerin. Gut, wo sind wir da jetzt? Ah, da ist dieses Tusk-Gatter-Slayer. Da könnte man eigentlich auch gleich hinfahren. Wenn wir schon da sind. We should gather our strength. Ja, dann würde ich fast sagen, machen wir nochmal ein Lager. Oder? Schauen wir mal. Was kannst denn du? Bist du da irgendwo gut? Na, Hunting ist hier, glaube ich, ganz gut. Okay, du kannst das nicht. Kannst du das? Ah, nur Nature. Das kannst du auch nicht schlechter als die anderen. Du kannst das auf minus 3. Ach. Ja, du besser da. Okay. Kannst du kochen? Nein, du kannst gar nichts. Naja, dann hilf vielleicht bei der Camouflage. Vielleicht setzt ihr zu zweit ein bisschen besser. Oder hilfst du damit? Vielleicht schaffen wir dann das Hearty Meal. Use Healing Spells and Abilities before resting. Ja, na klar. Okay, machen wir es so. Begin rest. It is amazing what the Stag Lord has achieved with such crude methods. Imagine what we might do with lawful power in our hands. Mhm. The bandits prey on the weak and flee from the strong. We'll kill them in no time. Mm-hmm. Also das mit dem Kochen ist jetzt noch nicht so unsere Stärke. So, okay. Aber es geht uns gut wieder. Schauen wir mal. Tusk-Gatter. Sind Leute im Stream. Arg. Willkommen zu euch. Und wieder weg. ja, natürlich wollen wir da rein. Deswegen sind wir gekommen. Das ist etwas, was, glaube ich, die Amiri alleine macht. Da müssen wir uns gar nicht viel helfen.
Und ich glaube, es ist machbar. Es ist nicht so schwer. Ah ja, genau. Wir sollten uns mal anschauen, wie wir stehen. Vielleicht sollte sie wirklich hinten stehen. Das ist gar keine schlechte Idee. So. Du kannst da... Oh, das ist so super. 8-mal Channel Positive Energy und das jetzt schon. Und du wirst später so tolle magische Sprüche haben. Protection from Evil. Wie lange dauert das? 1 minute per Level? Welches Level sind wir eigentlich? Level 3 oder Level 2? Ja. Wir sind Level 3. Okay. So 3 Minuten. In Wirklichkeit könnten wir das gleich machen. Weil man hat die Amiri gleich. So, here we are. The monster is here and now I'll tear him apart. Yes, just watch me. And are you scared? Wait for her to continue. There's a custom where I'm from. A boy kills a monster in front of the elders to prove he's a man. In our tribe, girls don't get no initiation at all. So I arranged my trial myself. Like in the song about Kagul the orphan. I downed a cave lion in single combat. Here, see the scars I got in that battle. And do you know what my elders did after I threw the lion's skin at their feet? They admitted they were wrong. They invoked some formality and declared your initiation invalid. I wish. They laughed in my face. They said I scratched my belly myself and hired some men to kill the lion for me in trade for. Ugh. Later they agreed my initiation, of course. They had no choice, but... Slay him in single combat. I'll take our whole party to bring this tusk gutter down. Bah! You think I can't butcher a pig myself? Though, if the elders saw the beast was about to kill the boy, they would help him. There is no shame in that. But it doesn't matter, I'm just saying. Now, you stand and watch me gutting the beast. I see, come on, to battle. I see, come on, to battle. With a battle cry, the barbarian charges the boar. Okay. I'm going alone. Got it. Let me help you! Ow. Kannst du sie bitte heilen? Irgendwie, This won't kill me. Nein. Du sollst das machen, Depp. Nicht jetzt. Stay behind me. So, Tristan, du gehst bitte daher. Miri, greif wieder an. Tristan, mach das bitte nochmal. Nein. Warte mal, wie macht man das? Irgendwie hat man ihm sagen können, dass er nicht hingehen soll.
glaube mit H oder so irgendwas, Hold oder so irgendwie, dass er nicht in den Nahkampf geht. Nein. Tristan. Bleib da. Und jetzt bitte mach das da wieder. Das ist deine Aufgabe. Uns heilen. Nichts anderes sollst du tun. Ach Gott. Ich muss nachher nachlesen. Hast du schon wieder keine Waffe in der Hand? What you say? See me in action? I almost chopped his head off. Was? Du wärst fast gestorben, wenn ich dich nicht gerettet hätte. That's it. Trial done. Now no one dare say Amiri is weak. Du dummes Mädchen. Ach Gott. You're a brilliant warrior. Was? Sie ist hingerannt und hat sich fast umbringen lassen. Were there truly fools who doubted your strength? Some did, you know. I spit on them. No one will dare bark at me now. Well, not just pups must pass this test. If a man is newcomer to a tribe, he must bring a monster's hide. Proves he's not weak. Ugh. Are you embarrassed? I didn't think you were capable of that. Don't like this whole tribe idea. I only help me out. Okay. Nein. Auch Lawful Evil Charaktere würden das so machen, weil die wollen ja, dass die Leute für sie weiterarbeiten. Das ist ja nicht blöd. Lawful Evil heißt ja nicht, dass du dumm bist. Don't talk me about honor and valor. I know already. Said I owe you thanks. You have a true chief's heart. Habe ich das? Finde ich gut. Will ich auch hoffen. Ich möchte, dass du bei mir bleibst und für mich kämpfst. Immerhin machst du ziemlich haut drauf. Bums, Scham, Schaden. Hey! Tusk Gutter's Head. So. Right here, my du, mein Lieber, machst doch bitte noch ein, zweimal dieses Channel Energy. Passt. Freunde, das hätten wir auch getan. Jetzt holen wir uns die Belohnung für den Taskgötter. Hier gibt's noch Sachen. Was ist das? Wand of Fine Traps, ja klar, nehmen wir alles mit. Ich dachte, wir haben da nur den Taskgötter, nicht auch noch ein anderes Zeug, was man mitnehmen kann. Okay. Was ist das? Technic League Encampment. Ja, da wollen wir auch noch hin. Machen wir doch glatt gleich. Das kriegen wir nämlich noch ein paar Mitkämpfer. Außer wir finden es nicht. Sollen wir nochmal übernachten, bevor wir dorthin gehen? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir nochmal Camp. Your sword is so heavy. Maybe you should carry a smaller weapon and wear more serious armor. Yeah, right. Why do I need armor? My enemies can barely raise their hands before they fall on the ground. That wouldn't be so easy if I was swinging a toothpick. Sehr gut, sehr gut. Hey, wir haben alles geschafft. Schau dir was an. Das ist gut. Die zusätzlichen Saving Throws sind eh nicht schlecht jetzt.
weil die können gut zaubern. Das heißt, plus 1 auf Saving Throws durch das harte Meal ist gar keine schlechte Sache. Okay, ich würde sagen, das machen wir noch und dann machen wir wieder Schluss auf YouTube. Obwohl, vielleicht machen wir gleich Schluss. Naja, nein, das ist wurscht. Okay. Sehen wir hier schon was? Nö. Haben wir gespeichert, bevor wir da rein sind? Ich hoffe es. Speichern wir noch einmal, sicherheitshalber. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein relativ heftiger Kampf. Ich sehe einen Baum. Einen Hasen. Können wir da raufgehen? Nö. Wir müssen da weiter. Echt jetzt? Ah, da oben. Ein Technically Archer. Wo geht's darauf? Wie kommen wir darauf? Ach, da. Bitte nicht versuchen, einfach reinzustürmen, sondern es leise und angenehm machen. Können wir den einfach angreifen? We will prevail. Wir hätten wirklich gleich angreifen sollen. Ah, da sind die zwei, die wir befreien können. Free the prisoners. Okay. Nein, warte mal. Zauber mal das. Du greif den einfach an. Du machst das. Und dann greifst du den an. Du machst das. Jeffel, du machst das. Und dann greifst du den an. Du, despicable Mädel, gehst daher. Du wirst als nächstes das machen auf sie hier. Au. Das ist aber nicht nett, was ihr da tut. Bam! Die Amiri haut da drauf, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich würde fast sagen, du machst das auf sie hier. Und dann Angriff. Do not falter. Unworthy. Tear them apart. Mach sie tot. Du zauberst das auf mich. Das sind aber ganz schön viele Typen. Ja, da ist noch mal Kellner. Uff, die werden immer mehr. Ah, das sind aber auch Gefangene. Die werden uns nichts tun. Kurs 4.
Ich wusste doch, dass solche Dings gut sind. So, wie wär's, wenn du jetzt mal heilst? Ach. Warte mal, hast du auch Kurs 4? Frightened? Echt jetzt? Ja, du bist natürlich nicht betroffen von sowas. Wretched things. Bist du noch immer frightened? Ach, 19 Sekunden, aber du nicht mehr. Gut, kannst du vielleicht diese Leute befreien? Warte mal, die haben die Amiri in ihrem Dingsstadion frightened. Ach Gott. Und könntest du bitte nicht angreifen? Du hältst das nicht aus, du stirbst gleich. May I see your entrails, please? Könntest du mir sagen, wie lange du das noch hast? 14 Sekunden. Und du? 13 Sekunden, echt jetzt? Uff. Ach Gott. So, wo sind wir jetzt alle? Du hörst auf. Du. Hast du auch irgendwelche gescheiten Zauber noch? Was ist das? Touch of Good. Ach. Protection from Evil. Na okay, vielleicht greift doch an. Greif diesen Summoned Wolf an. Nein, eigentlich sollst du den angreifen. Oh nein, warte mal, greif den an. Ist ja direkt da davor. Saren Ray, be generous to them, for I am not. Ja. Noch 2 Sekunden, mein Gott. So. Hier. Regongar, kann ich dir sagen, dass du ihn angreifen sollst? Nein, wahrscheinlich nicht. So. Du hier. Nein, du wartest noch, bis die zwei zurückkommen. Mufasa. Mach mal das da auf Kerana, sonst vergesse ich es nachher noch. Sehr gut, Valerie kommt schon zurück. Was mit dir? Kommst du auch schon irgendwann mal zurück? Dein Dings müsste eigentlich vorbei sein. Und Miri? Komm, greif den an. So, du. Du machst das als nächstes. Gut, Amiri. Greif doch bitte Kerana an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du greifst weiter den da an. Mufasa. Greif Kerana an. Okay.
Du machst bitte gleich noch einmal Heidi Heili. Noch einmal kommst du nicht davon. War's das? Kalana drops her weapon and raises her hands, which are covered in blood. Mercy, don't kill me. Was? Echt jetzt? Was glaubst du, dass ich ein Dings, dass ich gut bin und dich am Leben lasse? Half-Orc bares his fangs. That is how you talk now, wretch. I've wanted to do this for so long. He casts a spell on his outstretched palm and sparks begin dancing upon it. The half-elf puts her hand on his shoulder. Regongar, come now, let her go. It's one thing to kill her in battle, but executing her unarmed? Why spoil the joy of being free? Gute Frage. Octavia, are you out of your mind? This filth is from the Technic League. By her own hand, she enchained us. And you want to forgive her? Do you think she'll thank you? She'll just get another band and try to catch us again. Before deciding her fate, I want to ask some questions. Machen wir das? Oder? As the future lawful ruler of this land, I want to practice carrying out public executions. Finde ich gut. Werde ich nachher nehmen. Aber zuerst fragen wir mal. I will tell you everything I know. Much. You will see. I'm more used to you alive than dead. Ja, vielleicht können wir sie auch mitnehmen. Wer weiß, wir brauchen eh Magier. Tell me about the Technic League. It's an ancient alliance of wizards and scholars of the Numerian Wastelands and its technologies. We're the mightiest organization in the whole of Numeria. We possess powers that the uninitiated could only dream of. And our agents are everywhere. Not just in Numeria, believe me. These are not people you want as enemies. Sounds promising. Was? Only cowards with no honor reckon sheer power a good reason for an alliance. Raises her eyebrow, but doesn't grace Valerie with an answer. Is it normal for Technic League to grab random people from the road to enslave them? It's so strong because it is never ashamed of taking what it needs. Whatever the laws may say, we've a missing a slave. We underestimated you. That was a mistake, of course. I apologize. Das ist gut. What are you doing in this part of the world? Maestro Janusz, he is a very important person in the Mighty Wizard. He taught these two ungrateful slaves everything they know. He will be furious to find out they are free and will certainly find the one who stole the Technic League's property. Believe me, he does not need me for that. Whether you kill me or not, he'll find you in no time. Say this Magistro guy of yours will find us anyway, and I guess we don't get anything out of you sparing you. You'd best not anger the maestro. If you kill me, he'll be furious. Ja, ja, was auch immer. Oh, I'm so scared, you know. I actually like getting slavers and other assholes angry with me. Then I get to cut them to pieces. Gute Einstellung. Why did you have these two in chains? Because we own them. Blah, 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 blah. They cost us a fortune. And we're not going to just set them free, whatever your local customs say. Don't have any more questions. Listen to me. Do not make any hasty decisions. I'm an important person in the Technic League. I have connections. You will benefit from such an ally. Sparing a repentant sinner is a good deed, but I hear no repentance in her words. She seeks impunity, not mercy. Naja, wir haben gesagt, wir nehmen immer das, was zu uns am besten passt, also Lawful Evil.
Fine, fine. The victor's always right. Didn't mean to spoil the victory, but on the other hand, she deserved it. Haha, we're free. Can't believe it. Free as the birds in the sky. Pfft. Regengar holds Octavia tight and she laughs slightly and kisses him on the lips. Thank you. You've no idea how long we've tried to escape the Technic League. This is a miracle. Who are you? I'm Regengar and this is Octavia. The rotten Numerian held us as slaves. But we are no mere scavengers. You see the crowd they had guarding us. Okay. Wisst ihr was, Freunde? Das werde ich mir jetzt alleine durchlesen. Jeden, den es interessiert, der muss sich halt das Video auf Twitch anschauen. Bla 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 bla. Tschüss YouTube.